Auf geht's, wir starten jetzt mit unserem Warm-up. Dazu richtest du bitte einmal deinen Oberkörper auf, Brust raus, Bauch wird nach innen leicht reingezogen und angespannt. Dann einmal das rechte Bein nach vorne strecken und das Fußgelenk locker kreisen. Das linke Bein, auf dem du stehst, ist leicht gebeugt. Schön kreisen, immer wieder auf deine Haltung achten. Okay, und einmal die andere Seite auch. Ganz wichtig, die Spannung permanent zu halten. Wir mobilisieren jetzt die Gelenke von unten nach oben einmal komplett durch. Okay, eine Etage höher, locker Knie kreisen. Ganz leichte Bewegungen, guck, dass du keine Schmerzen hast. Ganz locker. Ein bisschen nach außen die Knie. Und andersrum auch nochmal. Okay, jetzt bringen wir Bewegung in die Hüfte. Ich mache jetzt einen großen Schritt nach außen und wieder zurück. Nochmal, großen Schritt und wieder zurück. Wenn du über eine Hürde drüber steigen würdest. Zack, zack, zack. Schön Bewegung rein. Bauch ist angespannt, richtig weit nach außen, so weit wie du kommst. Andere Seite auch. Schön raus, kurz absetzen, wieder zurück. Raus, zurück. Sehr gut. Dreimal noch insgesamt. Okay, gut. Jetzt die Beine etwas weiter auseinander und locker Becken kreisen. Schön Bewegung reinbringen. Beide Richtungen. Okay, stehen bleiben. Bauch und Po feste anspannen und ganz leicht den Oberkörper rotieren. Ganz vorsichtig, nicht zu weit. Bisschen Bewegung für die Brustwirbelsäule. Ganz leicht. Okay, jetzt ganz locker in den Beinen und wir schwingen die Arme nach hinten. Dass du auch da eine leichte Dehnung in der Brustmuskulatur spürst. Beine gehen mit, ganz locker. Jawohl. Okay, jetzt kreisen wir die Schultern, schön große Bewegungen. Erstmal von vorne nach hinten. Dann kannst du so ein bisschen knacken und knirschen, ist nicht schlimm. Lösen Verspannungen. Und andersrum auch. Hinten nach vorne. Okay, jetzt den rechten Arm nach hinten kreisen. Schön eng am Ohr entlang und andersrum. Auch da aber Spannung im Bauch halten. Po ist immer leicht mit angespannt. Und die andere Seite, linken Arm. Schön nach hinten. Schön die Spannung halten. Und andersrum. Jetzt das Ganze mit beiden Armen. Bewegung in die Schulterblätter. Schön vorsichtig. Und nach hinten auch. Auch da Bauch und Po feste anspannen. Schönes Körpergefühl entwickeln. Okay, wir probieren jetzt einmal einen Arm vorwärts und einen Arm rückwärts zu drehen. Arme gehen nach oben. Der linke Arm fällt nach vorne, der rechte nach hinten. Kann sein, dass das nicht direkt klappt. Probier aus. Schöne Bewegung, wechselseitig. Okay, jetzt andersrum. Rechts fällt nach vorne, links nach hinten. Ein bisschen was für die Koordination. Jawohl. Okay, jetzt Oberkörper weiterhin aufrichten. Die Arme werden ausgebreitet. Eine Handfläche zeigt nach unten, die andere zeigt nach oben. Du guckst zu der Handfläche, die nach oben zeigt. Jetzt drehst du vorsichtig die Arme und guckst zu der anderen Seite, wo jetzt die Handfläche nach oben zeigt. Und wieder zurück. Bauch und Po wird angespannt. Ganz vorsichtig. Bewegung in den Nacken, in die Schulter. Und dann schön drehen. Arme richtig drehen. Mit dem Kopf ganz vorsichtig. Auch da kann es ein bisschen knacken, knirschen. Kein Problem. Solange das nicht wehtut. Schön vorsichtig.
Da können die Schultern schon ein bisschen warm werden. Leichtes Muskelbrennen. Okay, Arme runter und nur den Kopf. Ganz vorsichtig. Nach links und rechts. Okay, dann einmal eine leichte Dehnung für die Rückenmuskulatur, Nackenmuskulatur, Kinn zur Brust. Hände werden hinter den Kopf genommen und die Ellbogen fallen locker nach unten. Bitte nicht am Kopf ziehen, nur mit dem Gewicht der Arme den Kopf nach unten fallen lassen. Eine leichte Dehnung im Nacken, zwischen den Schulterblättern ankommt. Schön atmen. Okay, vorsichtig lösen. Oberkörper aufrichten und nochmal die Bewegung rechts und links. Nur der Kopf bewegt. Ganz leicht. Okay, wunderbar. Jetzt laufen wir auf der Stelle. Ganz locker loslaufen und die Arme gehen mit. Die Arme sind leicht unter Spannung. Knie gehen nach oben. Macht ihr von der Seite vor. Die Arme machen eine richtige Sägebewegung. Schön koordinieren. Spannung im Bauch mit. Jawohl. Jetzt fersen wir an. Das heißt, die Fersen gehen Richtung Gesäß, dass eine leichte Dehnung in den Oberschenkel mit ankommt. Und schön laufen. Okay, und wir hüpfen ganz leicht auf der Stelle. Auch mit Anspannung. Okay, wir bleiben im Hüpfen, Arme werden ausgestreckt und wir machen die Hände auf und zu. Bauch schön anspannen. Okay, stehen, wir marschieren, rechtes Knie zum linken Ellbogen, linkes Knie zum rechten Ellbogen und marschieren. Einmal koordinieren, Bewegung nochmal in die Hüfte rein, in die Oberschenkel. Okay, jetzt die Beine weit auseinander, Fußspitzen zeigen nach vorne, Oberkörper ist aufgerichtet, jetzt mit gestreckten Beinen. Den Hintern leicht rausstrecken, Oberkörper geht ein Stück nach vorne. Ich bewege meinen Körper links und rechts rüber. Das Bein wird immer schön gestreckt. Und das andere, da schiebt das Knie nicht über die Fußspitzen. Nicht hier hin, sondern wirklich Hintern richtig rausstrecken. Dass das Knie auf keinen Fall über die Fußspitzen schiebt. Ne, je tiefer du da gehst, desto mehr Kräftigung und Dehnung kommt an. Okay. Jetzt etwas breiter als Schulterbreit auseinanderstellen, halbe Knie beugen, streckst den Hintern auch leicht raus, ganz leicht beugen, Arme werden gestreckt, hinten runter. Nicht so tief, wichtig ist, dass die Fersen auch da nicht über die Fußspitze schieben. Hintern raus, ganz wichtig. Zwei Stück. Jawohl, okay, dann das Ganze noch einmal einbeinig. Machst von der Seite vor, großen Schritt mit rechts, nach vorne, das Gewicht bleibt hier vorne auf der Ferse, hinten auf die Zehenspitzen gehen und ganz leicht runter, hoch. Insgesamt 8 Mal pro Seite. Je tiefer du runter gehst, desto mehr spürst du. Okay, waren jetzt 8 oder 9. Mal gucken, die andere Seite natürlich auch. Schön aufrichten den Oberkörper. Ne, kannst die Hände hier nehmen. Eine Seite, die ein bisschen besser klappt. Ne, ganz wichtig, dass das Knie auch da nicht über die Fußspitze schiebt. Okay, einmal noch die Standwaage. Ich mache es wieder von der Seite vor. Steht auf dem rechten Bein. Das linke wird angehoben und dann nach hinten weggestreckt. 2 Sekunden halten, dass hier hinten eine Dehnung ankommt. Bauch fester anspannen, wieder hoch und wieder nach hinten. Immer so 2 Sekunden halten. Insgesamt 4 Mal. Und schön die Spannung halten. Jawohl. Andere Seite natürlich auch. Ja, alles anspannen. Jetzt auch eine Seite, die ein bisschen besser klappt. Beide Seiten aber probieren. Und alles anspannen. Okay, und wir laufen nochmal auf der Stelle. Letzten Sekunden, bevor es dann losgeht. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Laufen, 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 laufen. Okay, und auf geht's.
starten mit 15 Wiederholungen von der Schulterbrücke. Schön auf den Boden legen. Kissen unterm Kopf platzieren, Arme nach oben, Füße in die Sitz, auf die Sitzfläche drücken und los geht's. Eins. Schön hoch, Po fester anspannen. Zwei. Drei. Schön kontrolliert. Vier. Oben immer den Po so fester anspannen, wie es geht. Fünf. Sechs. Sieben. Schön die Spannung Unterschenkeln ankommt. Acht. Rücken. Zehn. Fünf Stück noch. Elf. Spannung halten. Zwölf. 13. Letzten Bein noch dran ziehen. 14. 15. Jawohl. Und dann nehmen wir 20 Sekunden den Seitstütz. Schön aufrichten. Schön stabil bleiben und los geht's. 20 Sekunden. Oben bleiben. Bauch, Po, alles anspannen. Wenn es noch nicht geht, leicht abstützen zwischendurch und dann wieder rein. Und halten. Und 10 Sekunden haben wir noch. Hier unten soll schön die Spannung ankommen im Schulterbereich. Stabil bleiben. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und die Seite einmal wechseln. Bereit machen. Und die Zeit läuft. 20 Sekunden. Schön stabil, Spannung im Körper halten, schön atmen und oben bleiben. 8 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und vorsichtig lösen. Dann 20 Wiederholungen vom Mountain Climber. Schön Position einnehmen, Bauch, Po, Oberschenkel, alles anspannen, Schultern weg von den Ohren und 20 Mal die Knie nach vorne. 2, 3, 4, 5, 6, schön diagonal, 7, 8, 9, Bauch bewusst anspannen, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl, und 20 mal den Ruderzug in den Wasserkasten. Auf dem rechten Bein stehen, linke wird nach hinten gestreckt. Und auf geht's. 20 Wiederholungen. 1, 2, 3. Schön für die Armmuskulatur, Schultermuskulatur. 5, Rücken. 6, 7. Po mit Anspannen. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 5 Stück, auf geht's, 16, 17, 18, 19, 20, und die Seite einmal wechseln, auch hier 20 Wiederholungen, Position einnehmen und los geht's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, schön die Spannung halten, 7, 8 und richtig hochziehen. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 Stück. 18, Spannung im Körper halten. 19, 20. Oh, eine kurze Pause. Auslockern, ausschütteln. Kissen mal wieder bereitlegen und kurze Pause, atmen. Okay, wir machen uns langsam wieder bereit. Arme haben wieder Pause, jetzt arbeitet zuerst die Beine. Okay, bereit machen, Arme wieder nach oben strecken. 5 Sekunden geht's los, 4, 3, 2, 1 und auf geht's. 1, 2, feste Anspannung, Po. 3, 15 Wiederholungen insgesamt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 Stück noch. 11, Spannung halten. 12,
13, 14 und den letzten 15. Jawohl. Wunderbar. Und den Seitstütz 20 Sekunden. Mach dich bereit, aufstützen und los geht's. Und oben lang. 20 Sekunden. Bauch arbeitet nach innen, wird angespannt, Po anspannen und atmen. 10 Sekunden, versucht durchzuhalten. Oben bleiben, nicht durchhängen. Auf geht's, 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1 und vorsichtig lösen und die Seite einmal wechseln. Position einnehmen, bereit machen, hochdrücken und los geht's. 20 Sekunden. Durchhalten, durchhalten, auf geht's. Schön atmen, oben bleiben. Wunderbar. Weiter geht's, 6 Sekunden noch, 5, 4, 3, 2, 1 und vorsichtig lösen. Einmal den Mountain Climber, Rucksack anschnallen, 20 Wiederholungen. Auf geht's, Position einnehmen, Bauch, Po, alles anspannen und auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weiter geht's. 9, 10, schön stabil bleiben. 11, 12, 13, 14, 15, letzten 5, 17, weiter, 18, 19 und 20. Wunderbar, ne? Schön für den ganzen Bauchbereich, Rumpfbereich. Okay, und 20 Wiederholungen im Ruderzug. Los geht's. 1, schön nach oben ziehen. 4, 5, Bauch ist angespannt. 7, 8, auf geht's, weiter geht's. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 Stück. 18, 19, 20. Und Seite einmal wechseln. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Auf geht's. Spannung halten. 14, 15, 16. Letzten 4, 17, 18, 19, 20. Jawohl, wunderbar. Und eine kurze Pause. Ausschütteln, auslockern. Ja, und einen Durchgang machen wir noch. Schön atmen, Luft holen. Kissen langsam wieder bereit machen. Ja, Arme sind wieder angestrengt worden. Jetzt trainieren wir die Beine. Das heißt, einmal wieder in die Position reingehen. Einen Durchgang noch. Auf geht's. Den ziehen wir jetzt durch. Schön bereit machen, Arme nach oben strecken, in 5 Sekunden geht's los. 4, 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, fester Anspann, auf geht's. Und 4, jawohl, 5, hier schön die Spannung spüren. 6, 7, 8, Füße richtig in die Sitzlehne reindrücken, 9, 10, letzten 5, 11, 12, 13, 14 und ein noch, 15, jawohl, wunderbar. Und zur Seite, das Kissen und in den Seitstütz. Bereit machen, aufrichten und los geht's. 20 Sekunden, letzten 20 Sekunden. Nochmal durchziehen. Jawohl, jawohl, jawohl. Du kannst noch. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 10 Sekunden. Weiter, 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 weiter. Schön oben bleiben. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Vorsichtig lösen. Und einmal die Seite wechseln. Position einnehmen. Hochdrücken und los geht's. Bauch, Po, alles anspannen. Letzten 20 Sekunden auf der Seite. Schön die seitliche Partie hier trainieren. Auf geht's.
10 Sekunden. Stabil bleiben, oben bleiben, nicht durchhängen. Komm, dann ziehen. Weiter, weiter. 3, 2, 1. Vorsichtig lösen. Jawohl. Rucksack aufziehen und letzten 20 Wiederholungen vom Mountainclimb. Bauch reinziehen, alles anspannen und los geht's. 1, 2, Bauch die ganze Zeit anspannen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, letzten beiden, 19, 20. Jawohl. Fast durch. Einmal noch 20 Wiederholungen vom Ruderzug. Bereit machen, linkes Bein nach hinten strecken und 20 Mal hochziehen. 1, schön nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die letzten 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 Stück, 19, 20, jawohl. Und die andere Seite, noch einmal 20 Wiederholungen. 1, 2, 3, so hochziehen wie es geht, 4, 5, 6, 7, Bauch mit anspannen die ganze Zeit, 8, 9, 10, Hälfte haben wir, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, letzten beiden, 19, 20.